Wir sind auf Sendung. Prima. Wunderbar. So, ja, ich hatte heute das Vergnügen, im Workshop zu sitzen, hier bei Valentina Levant. Und möchte jetzt einfach mal zwei Fragen stellen. Und zwar zunächst, du hast heute viel erzählt über den Bereich Beruf, über den Bereich Berufung. Ich habe da ganz viel Herzblut rausgehört in der Form. Du hast auch dargestellt, dass du ursprünglich aus einem Angestelltenverhältnis kommst, dann aber gewechselt bist, quasi in die Coaching-Richtung. Richtig. Was mich an der Stelle einfach sehr interessiert ist, warum du das, was du heute machst. Was ist sozusagen dein Antrieb an der Stelle? Mein Antrieb an der Stelle ist, das ist meine Herzensangelegenheit, Menschen nahezulegen, sich authentisch im Bewerbungsgespräch zu präsentieren. Das war heute mein Hauptthema. Ansonsten als Coach bin ich auch dafür, schlägt mein Herz auch dafür, Menschen zu zeigen, wie man seine Berufung lebt und dass man sie leben soll vor allem, ne? Und dass man Mut haben sollte, auszusteigen aus einem Arbeitsverhältnis, das einfach einen nicht erfüllt. Und da zeige ich auch die Richtung und da erkunden wir auch zusammen, wie es geht. Und authentisches Bewerben, also authentisch im Vorstellungsgespräch, war heute das Thema, vor allem deswegen habe ich das so angeführt, weil ich selbst erlebt habe, wie schmerzhaft es sein kann, wie viel Zeit man verliert, wenn man eine Stelle annimmt, die einfach nicht zu einem passt. Und genau das, was ich heute an Ratschlägen gegeben habe, an Tools und Tipps, die man sofort anwenden kann, genau die Ratschläge hätte ich damals gebraucht, um meine Zeit zu sparen und die Frustration mir auch zu ersparen. Genau, das ist ein gutes Stichwort, leite zu meiner zweiten Frage über. Du hast uns ganz viel gegeben heute. Du hattest halt einen Wahnsinns-Input in der kurzen Zeit eigentlich. Und es ist ja so, dass ein Barcamp sowohl vom Geben als auch vom Nehmen lebt. Wir haben heute sehr viel bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Danke Ihnen auch. Was haben wir denn dir gegeben? Was nimmst du mit aus der Session? Also ich nehme vor allem genau diese Dankbarkeit, die mich auch erfüllt und mein Erfolgserlebnis ist für mich. Aber auch dieses Interesse, dass ich immer merke, wie das ankommt, dass die Menschen tatsächlich das brauchen, was ich erzähle. Das ist für mich, was ich mitnehme. Ich nehme diese Blicke, diese Aufmerksamkeit, die Menschen, die das aufnehmen, was ich sage und die das auch anwenden und hinterher mehr sagen, dass sie es angewandt haben in ihren Vorstellungsgesprächen, dass es gut gelaufen oder besser gelaufen ist. Und das ist für mich das, was mich erfüllt und was ich mitnehme. Okay, prima, danke. Sehen wir dich morgen nochmal? Ja, nochmal. Auf die Bitte der Teilnehmer hin mache ich das nochmal, meine Session authentisch im Vorstellungsgespräch. Prima. Herzlichen Dank. Gerne.